die schönste Ecke von Lou. Ich zeig, ihr guckt. Das Maudacher Buch hat die Form eines Hufeisens, auch wenn es im Moment jetzt ziemlich gerade aussieht, und zieht sich zwischen den Stadtteilen Ludwigshafen-Gattestadt, Maudach und Oggersheim entlang, ist 500 Hektar groß. Grün. Das Ganze hier war früher mit dem Rhein verbunden. Also, das ist so lange her, da hat der Rhein noch gar nicht so Käse. Also nicht Rhein, sondern Naus oder Fluss oder Wasser oder irgendwas. Also lang. Auf jeden Fall, seitdem ist es hier ein Feuchtgebiet. Und Feuchtgebiet heißt auf Pelzisch-Lateinisch Bruch mit langem U. Heute ist das Maudacher Bruch ein Naherholungs- und Freizeitgebiet. Also da kann man spazieren und wandern und biken und joggen und walzen. Also alles, was man halt so macht, um sich wohl zu fühlen. Hörst du mich mal? Früher ist hier sogar Torf gestorben worden. Man sollte nicht meinen, wie viele reiche Maudacher es dadurch früher geworden. Die waren so reich, die haben sogar ein Schloss gehabt. Und das gibt es sogar heute noch. Also nicht da, in Maudach.